Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vortragsveranstaltung in der Bibliothek des Konservatismus mit Stefan Blankertz, und zwar unter dem Titel Ernst Jünger, bewusstseinserweiternde Droge für den Konservatismus. Willkommen heißen möchte ich auch den Referenten des heutigen Abends, Stefan Blankertz. Ja, der Name Ernst Jünger wird den meisten hier Anwesenden und überhaupt jedem Konservativen ein Begriff sein. Denn zweifelsohne gehört Jünger zu den bedeutendsten konservativen Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Schriften zeugen von einem einzigartigen Erfahrungshorizont und der Teilhabe an den geistigen Auseinandersetzungen seiner Zeit. Nicht zuletzt deshalb, weil sein Leben den Zeitraum vom Kaiserreich bis hin zum wiedervereinigten Deutschlands umfasste. Dementsprechend gibt es nicht den einen Jünger, sondern eine Vielzahl. Da gibt es den Jünger als Soldaten, als eifrigen Diaristen, als Waldgänger oder auch als Käfersammler, um hier nur einige Beispiele zu benennen. Jünger lässt sich also auf keine einseitige weltanschauliche Position reduzieren. Stefan Blankertz wird deshalb heute die Fragen stellen und hoffentlich auch beantworten: Wie konservativ ist der Revolutionär Ernst Jünger und wie revolutionär ist der Konservatismus Ernst Jüngers? Wir sind gespannt auf seine Ausführungen. Stefan Blankertz wurde 1956 geboren, ist Schriftsteller und politischer Vertreter eines Anarchokapitalismus. Im Zentrum seiner Werke steht die Theorie der Freiheit und des Staates. Blankertz ist zudem regelmäßiger Autor der Zeitschrift Eigentümlich Frei und Redaktionsbeirat. Zudem veröffentlichte er historische Romane. Weitere Veröffentlichungen sind unter anderem das Libertäre Manifest über den Widerspruch zwischen Staat und Wohlstand oder beispielsweise kritische Einführung in die Ökonomie des Sozialstaates oder jüngst von der Sinnlosigkeit des Krieges, das Ernst-Jünger-Paradoxon. Herzlich willkommen, Herr Blankertz. Ja. Ja, vielen Dank. Ist das jetzt ist das gut ausgerichtet? So? Okay? Ja? Oder? Okay. So gut? Okay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist schon einige Jahre her, dass ich hier gesprochen habe. Und heute gibt es ein Herzensthema von mir, das werden Sie gleich aber genauer hören. Die Fragen sind ja in der Einleitung schon gestellt worden. Ja, der Literat und Essayist Ernst Jünger, eine der im Nachkriegsdeutschland umstrittensten Figuren, steckt voller Überraschungen und Paradoxien, literarisch, politisch und gesellschaftlich. Ich als Anarchist präsentiere Ihnen meine Lesart des Anarchen Ernst Jünger und lade Sie dazu ein, dessen Provokationen auch und gerade heute in einer Zeit überbordenden Konformitätsdrucks ernst zu nehmen. Ich werde nun meinen Ernst Jünger mit drei kurzen Schlaglichtern beleuchten, dem Kriegsfreiwilligen von 1914, dem Erkunder von Drogen in den 1950er und 1960er Jahren, sowie der Zusammenfassung dessen, was ich das Ernst-Jünger-Paradox nenne. Nach diesen drei kurzen Schlaglichtern empfehle ich Ihre Aufmerksamkeit vor allem die Figur des Vaters und beende meine Überlegungen mit der Frage, inwiefern Ernst Jünger zur Bewusstseinserweiterung des konservativen Denkens beiträgt. Ich beginne jetzt mit den drei Schlaglichtern auf Ernst Jünger. Erstes Schlaglicht. Erstes Schlaglicht auf Ernst Jünger, der Kriegsfreiwillige 1914. Zu Beginn des Kriegs 1914 trat Ernst Jünger als 19-Jähriger freiwillig in das Heer ein, um dort Abenteuer zu erleben, wie er seinem erst 2010 vollständig publizierten Tagebuch anvertraut. Man findet in dem Tagebuch nicht ein einziges nationalistisches, patriotisches Wort. Auch zeigt Jünger sich der militärischen Disziplin und Hierarchie gegenüber völlig indifferent. Befehlen gehorcht er, insoweit sie ihm passen, ihm persönlich,
Seine Insubordinationen gründen nur selten in taktischen oder strategischen Überlegungen. Da er anscheinend keine Angst vor Strafe kennt, lässt er sich nur schwer disziplinieren. Sogar Kameradschaft spielt bei ihm eine untergeordnete Rolle. Er ist ein einsamer Wolf, ein Individualist, ein Ästhet, genau wie er in seinem Spätwerk dann das Ideal des Anarchen zeichnet. Ein Mensch, der politischen Ambitionen nicht hegt, sondern abseits ideologischer und gesellschaftlicher Mode allein seiner inneren Stimme folgt. Zum Anarchen später mehr. Zweites Schlaglicht auf Ernst Jünger, der Drogenkurier. Die Szene, die für mich Ernst Jünger am besten charakterisiert. Er und Albert Hoffmann schmeißen irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Verleger Ernst Klett Junior und eventuell noch einigen anderen einen Trip. Genauer gesagt nehmen gepflegt, gesittet und wohlorganisiert LSD ein. Drei Herren im besten Alter, Anzug, Schlips, natürlich Persil. Dazu Musik von Mozart. Die Ehefrau bereitet Schnittchen vor und sorgt für Decken, weil es ihrem Mann bei Drogenexperimenten immer so kalt wird. Der Schweizer Chemiker Albert Hoffmann war der Erfinder des LSD und ein Bewunderer Ernst Jüngers. Ihre Freundschaft währte ein gutes halbes Jahrhundert. Ernst Jünger hatte Albert Hoffmann nach einem ersten Versuch mit LSD gesagt, LSD sei doch nur ein Hauskätzchen, verglichen mit dem Königstiger Mescalin, bestenfalls ein Leopard. Es gelang Albert Hoffmann schließlich, Ernst Jünger vom Gegenteil zu überzeugen. Dem Rauschkontext angemessen ist die Szene, soweit ich die Quellen überblicke, weder eindeutig zeitlich einzuordnen, noch die Teilnehmer genau zu benennen. Ich habe aus den verschiedenen Quellen meine eigene Szene erstellt. Drittes Schlaglicht auf Ernst Jünger. Das Ernst-Jünger-Paradox. In der Szene des Drogenerkunders steckt das gesamte Ernst-Jünger-Paradox. Der Antibürger, welcher das Bürgertum verteidigt. Das ist das Ernst-Jünger-Paradox. Der stolze Soldat, der die Sinnlosigkeit seines Tuns begreift. Das ist das Ernst-Jünger-Paradox. Der Abenteurer, der sein Heil im Rausch der Beschaulichkeit sucht. Das ist das Ernst-Jünger-Paradox. In Ernst Jünger tritt uns der Autor entgegen, der sich dementiert, um sein zu können. Auf keiner der Seiten des Paradoxes stehen die Worte Nationalismus, Sozialismus oder Herrlichkeit des Kriegs. Wahre Anarchie hat väterlich zu sein. Die Figur des Vaters. Nach diesen drei Schlaglichtern auf Ernst Jünger komme ich zum Hauptteil meines Vortrags, der den Titel tragen könnte, Wahre Anarchie hat väterlich zu sein. Als erstes erinnere ich mich, wie ich über meinen Vater überhaupt dazu gekommen bin, mich mit Ernst Jünger zu befassen und arbeite aus Ernst Jüngers Roman »Afrikanische Spiele« von 1936 die Figur des Vaters heraus. Als zweites stelle ich meine an Jacques Derrida angelehnte Methode der Interpretation vor. Und als drittes gehe ich auf die drei Vaterfiguren in Ernst Jüngers Roman Gläserne Bienen von 1957 ein. Vor einem explizit konservativen Publikum darf ich mir wohl herausnehmen, beim Thema Ernst Jünger meinen Vater ins Feld zu führen. Denn meine Begeisterung für Ernst Jünger datiert aus einer Diskussion mit meinem Vater. Doch zuvor ein Zitat von Jacques Derrida, dem Vordenker der Postmoderne. Ich hoffe, Sie verabscheuen Derrida, sodass ich Sie mit diesem kleinen Zitat überraschen kann. Wahre Anarchie hat väterlich zu sein. Wahre Anarchie hat väterlich zu sein, sagte Derrida anlässlich des Todes seines väterlichen Freundes Immanuel Levinas, den er posthum zum Anarchisten erklärte.
Wahre Anarchie hat väterlich zu sein. Mein Interesse an, meine Begeisterung für Ernst Jünger datiert in meine Jugendzeit in das Jahr 1974. Das weiß ich so genau, denn ich habe den Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit wiedergefunden, der darin eine Rolle spielt. Aber der Reihe nach. Ein Bekannter meines Vaters schickte ihm in jener Zeit ein Buch von Ernst Jünger. Leider erinnere ich mich nicht daran, welchen Titel. Und es fand sich auch nicht in der Bibliothek, als meine Mutter 2012 starb. Zeitlich würde Zahlen und Götter, Philemon und Bauzis, zwei Essays passen. Zufällig beobachtete ich, wie er das Buch auspackte und nachdem sein Blick den Autor gestreift hatte, ohne es weiter in Augenschein zu nehmen, ins Regal stellte. Das war seine Art nicht. Ich fragte ihn nach dem Grund. Er antwortete, Ernst Jünger sei übler Kriegsverherrlicher und Lieblingsautor von Adolf Hitler gewesen. Dann kommt die erwähnte Die Zeit ins Spiel. Die Zeit, welche wir Woche für Woche lasen. Ende des Jahres 1974 erschien dort ein negativer Artikel über Jünger, verfasst von dem Professor für deutsche Literatur des Mittelalters Peter Wapnewski. Titel: Ernst Jünger oder der allzu hoch angesetzte Ton. Wapnewski argumentierte ganz im Sinne des Vorurteils meines Vaters gegen Jünger, in welchem er sich durch Wapnewski zunächst bestätigt sah. Ein Zitat allerdings irritierte meinen Vater. Es zeigte zwar einen Ästheten des Kriegs, aber ganz weit entfernt von nationalsozialistischer Denke. Jetzt kommt das Zitat aus dem Zweiten Weltkrieg 1944 in Paris. Alarme, Überfliegungen. Vom Dache des Raphael sah ich zweimal in Richtung von Saint-Germain gewaltige Sprengwolken aufsteigen, während Geschwader in großer Höhe davonflogen. Ihr Angriffsziel waren die Flussbrücken. Art und Aufeinanderfolge der gegen den Nachschub gerichteten Maßnahmen deuteten auf einen feinen Kopf. Beim zweiten Mal, bei Sonnenuntergang, hielt ich ein Glas Burgunder, in dem Erdbeeren schwammen, in der Hand. Die Stadt mit ihren roten Türmen und Kuppeln lag in gewaltiger Schönheit, gleich einem Kelche, der zu tödlicher Befruchtung überflogen wird. Alles war Schauspiel, war reine von Schmerz bejahte und erhöhte Macht. Soweit das Zitat. Da kriege ich immer noch Gänsehaut. Nach all den Jahren. Bis heute erinnere ich mich an die Diskussion über jene Tagebuchnotiz Jüngers aus dem Zweiten Weltkrieg. Mein Vater wies vor allem darauf hin, dass die Kennzeichnung des Strategen hinter dem gegnerischen Angriff als feinen Kopf könne man vielleicht für arrogante Ästhetisierung des Kriegs, vielleicht für Kitsch, vielleicht für Verharmlosung halten, aber nicht für nationalsozialistisch, während Josef Goebbels von alliierten Terrorfliegern und Kindermördern sprach. Und warum befand der Kerl sich nicht im Luftschutzkeller, wie das vorgeschrieben war? Wahre Anarchie hat väterlich zu sein. Mein Vater war von seinem Selbstverständnis her alles andere als ein Anarchist, sondern Sozialdemokrat mit einer Prise Patriotismus und viel Antimilitarismus gemischt. Das Gemisch, das Willy Brandt so wunderbar repräsentierte und der heutigen Sozialdemokratie abgeht. Willy Brandt, damals die Hassfigur der Konservativen, heute könnte er fast ihr Schutzheiliger sein. Auch so eine Paradoxie des Konservativismus. Mein Vater war Professor für Pädagogik und ein Verfechter der Schulreform in den 1970er Jahren. Allerdings verband er mit ihr eine ganz andere Vorstellung als das, was schließlich dabei herausgekommen ist. Es könnte gut sein, dass mein Vater heute Anarchist wäre oder wenigstens Anarch im Sinne von Ernst Jünger. Jedenfalls hat er mir den Aspekt der Anarchie, der mit unverbrüchlicher Toleranz zu tun hat, schlicht vorgelebt. Ob einer der Doktoranden eine von seiner abweichende Lehrmeinung entwickelte oder als ich als sein Sohn den Anarchismus entdeckte, er unterstützte uns nach Kräften
unsere eigene Position zu finden und bestmöglich für sie einzutreten. Väterliche Autorität sucht man bei Ernst Jünger freilich vergeblich. Wie ich an einem seiner wunderbaren Kurzromane zeigen werde, ein Beispiel der Literaturgattung, bei der er es zur Meisterschaft brachte und die heute leider mehr oder weniger ausgestorben zu sein scheint. Ich spreche von Afrikanische Spiele, erschienen 1936. Afrikanische Spiele, kurz zusammengefasst. Der Ich-Erzähler Herbert Berger ist ein Knabe von 16 Jahren, ungefähr das Alter, in welchem Jünger selber zu afrikanischen Spielen aufbrach. Berichtet wird meist aus der Perspektive des 16-Jährigen. Einige Bemerkungen aber machen klar, dass der inzwischen Erwachsene wenig entzückt auf seine damaligen afrikanischen Spiele oder besser Eskapaden zurückblickt. Wie Ernst Jünger, als er sich 1914 zum Dienst im Ersten Weltkrieg meldete, ist Herbert Berger, der ein Internat besucht des Schullebens und ganz allgemein der Perspektive einer spießigen Existenz in den Fußstapfen des Vaters, überdrüssig. Doch zieht Herbert nicht aus zum großen patriotischen Krieg, sondern träumt von einsamen Abenteuern in Afrika. Um nach Afrika zu gelangen, plant er, der französischen Fremdenlegion beizutreten, die in Algerien eingesetzt wird, dort dann aber auszubüchsen und sich allein durchzuschlagen, wohin auch immer. Als er nach den Ferien ins Internat zurückkehren soll, unterschlägt er das Schulgeld und macht sich auf den Weg. Herbert Berger befindet sich nun, vom Nationalsozialismus aus betrachtet, im Land der Erbfeinde. Davon jedoch ist nichts zu spüren. Die Franzosen im Allgemeinen und selbst die Offiziere der Fremdenlegion im Besonderen sind freundliche, kultivierte Menschen. Ein Offizier gibt ihm, nachdem er sich bereits verpflichtet hat, den Rat, die Zusage mit der Berufung auf seine Minderjährigkeit zurückzunehmen. Die Deutschen, welche er trifft, sind hingegen tunig gute, Kleinkriminelle, gerne große oder armselige Würstchen, teils recht akzeptable Kumpel, teils Berserker, von denen man sich in Acht nehmen muss. Endlich gelangt er wie beabsichtigt nach Algerien. Und dort ereilt ihn ein Brief des Vaters. Der französische Offizier, der ihn davon hatte abhalten wollen, den Dienst in der Fremdenlegion anzutreten, konnte seinen Vater ausfindig machen und informieren. Zu Herberts Überraschung besteht der Brief aus keiner Gardinenpredigt, ist vielmehr nachsichtig, enthält obendrein Geld. Der Vater meint, der Sohn habe derart sein Abenteuer gehabt, seine Eigenständigkeit unter Beweis gestellt, nun sei es an der Zeit, nach Hause zurückzukehren, die Schule zu beenden und die für ihn vorgesehene bürgerliche Laufbahn einzuschlagen. Das entwendete Schulgeld, die im Brief enthaltene Unterstützung und die Aufwendungen für die erstrebte vorzeitige Entlassung aus der Fremdenlegion möge Herbert als Vorschuss betrachten, den er in einer angemessenen Frist abzuzahlen habe. Die drohende Verabschiedung von der Fremdenlegion nebst Rückführung nach Deutschland durchkreuzt Herberts Plan. Aufgescheucht suchte er mit einem französischen Kameraden das Weite, wird jedoch bereits am folgenden Tag von hämischen Feldjägern genau dort abgefangen, wo sie alle Deserteure erwarten. Er landet in der Arrestzelle. Noch ehe er die Zeit dort abgesessen hat, wird er herausgeholt. Man teilt ihm mit, er sei entlassen und überreicht ihm ein Ticket für die Rückfahrt. Nolens volens tritt er die Reise an. In dieser Weise enden seine afrikanischen Spiele. Die Zeit der Kindheit war vorbei, sagt der Ich-Erzähler. Happy End. Happy End? Wirklich? Ein vergiftetes Happy End, wenn es hochkommt. Die afrikanischen Spiele ergeben für Herbert keine Initiation. Er strebt danach, diese kurzen Wochen aus der Erinnerung zu verbannen. Ihm war zumute, wie nach einem schlecht bestandenen Examen. Das Experiment war missglückt, schreibt er.
Mit dem Ergebnis dieser Niederlage kann er sich erst viel später wieder konfrontieren. Freilich leidet er weiterhin an den vernünftigen Ratschlägen, eine bürgerliche Existenz zu führen. Er beugt sich ihnen einzig, weil die Flucht nicht klappte. Feindschaft gegen die bürgerliche Kultur wäre übrigens allein kein Merkmal, das Ernst Jünger in einen Gegensatz zum Faschismus gebracht hätte. Zumindest in seiner ursprünglichen Form war der Faschismus ein Feind der bürgerlichen Kultur. Ich erinnere an das futuristische Manifest des faschistischen Künstlers Filippo Tommaso Marinetti, in welchem er 1909 forderte, alle Museen, alle Statuen und alle überkommene Kunst zu zerstören, sowie durch Technik schnelle Maschinen und gigantische Bauwerke zu ersetzen. Marinetti brach mit Benito Mussolini, als dieser aus wahl- und machttaktischen Gründen ein Bündnis mit dem Bürgertum schmiedete. Aber war Ernst Jünger ein Feind der bürgerlichen Kultur? Zeit innezuhalten und ein paar Worte auf meine Interpretationsmethode zu verschwenden. Es tut mir ja aufrichtig leid, aber ich muss sie noch einmal mit Jacques Derrida behelligen. Viel in der hergebrachten Art und Weise, sich einem literarischen Text und seinem Autor zu nähern, basiert auf der Frage, was wollte der Autor uns sagen? Und auf der Methode, dies herauszubekommen, indem wir das Gesamtwerk und die Biografie des Autors heranziehen. Inhärent widersprüchliche Autoren wie Jean-Jacques Rousseau oder Friedrich Nietzsche fallen mit der Methode, eine einheitliche Gesamtmeinung des Autors herauszuarbeiten, entweder unter den Tisch oder man harmonisiert ihre Widersprüche einfach, indem man sie weginterpretiert. War Ernst Jünger ein solch widersprüchlicher Autor? Ist das überhaupt eine sinnvolle Frage? Der Philosoph Theodor W. Adorno meinte einmal, mit der Methode, durch die Betrachtung des Gesamtwerks und der Biografie eines Künstlers herauszufinden, zu versuchen, was dieser habe sagen wollen, würde man nur eins erreichen. Man würde herausfinden, was der Künstler vorgeblich an Rätseln in sein Werk hineingeschrieben habe. Interpretation wäre mithin eine bildungsbürgerliche Variante des Lösens von Kreuzworträtseln. Theodor W. Adorno, übrigens auch so ein Autor, der konservativer ist als sein Ruf, Vordenker der Neuen Linken gewesen zu sein. Mit dieser Methode der bildungsbürgerlichen Variante des Lösens von Kreuzworträtseln handeln wir uns drei Probleme ein. Erstens, wir behaupten zwar, das Gesamtwerk im Blick zu haben, aber wir müssen alles das weginterpretieren, was an Widersprüchen vorhanden sein mag. Zweitens, mitreden kann nur, wer das Gesamtwerk im Blick hat. Ich nehme mich selbst mal als Versuchskaninchen. Welche Gesamtwerke überblicke ich einigermaßen? Thomas von Aquin, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Paul Goodman, Murray Rothbard, Mario Vargas Llosa, David Foster Wallace, Juan Carlos Onetti. Okay, das Konvolut der Überlieferung von Sappho ist leider derart klein, dass es leicht überblickt werden kann. Im Laufe meiner 50 Jahre an Beschäftigung mit Literatur und Philosophie haben sich bei mir so einige Autoren angesammelt. Und dennoch wäre die Bandbreite derer, über die ich mich äußern dürfte, recht schmal. Einige der von mir aufgezählten Autoren werden Ihnen bekannt sein. Andere Autoren sind es wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Ernst Jünger sich nicht darunter befindet. Ich habe von ihm viel gelesen. Einige Texte lese ich wieder und wieder. Aber beileibe nicht alles. Dürfte ich mich gar nicht über ihn äußern? Und Sie als Publikum erst. Wenn ich Ihnen zum Beispiel, ich greife einen meiner Autoren heraus, von dem ich vermute, dass Sie wenig bis gar nichts über ihn wissen, den konservativen Anarchisten Paul Goodman,
Wenn ich Ihnen etwas über Paul Goodman erzählen würde, müssten Sie hübsch den Mund halten und sich der Kommentare enthalten, weil Sie ja nicht das Gesamtwerk überblicken. Und wie steht es mit Ihrer Kenntnis Ernst Jüngers? Der eine oder andere mag ein Experte sein, aber Sie alle? Es ist mithin so, dass die Anforderung, man müsse, um über einen Autor mitreden zu können, sein Gesamtwerk kennen, kaum praktische Bedeutung haben kann. Das dritte Problem bei der bildungsbürgerlichen Methode des Herausinterpretierens einer harmonischen Meinung unter Zuhilfenahme des Gesamtwerks und der Biografie besteht darin, dass wir trotzdem niemals wissen können, was der Künstler oder der Philosoph sich dabei gedacht hat. Ich schreibe seit rund 50 Jahren. Manchmal weiß ich selbst nicht mehr bei sehr alten Texten von mir, was ich mir dabei gedacht habe. Bei anderen habe ich es sehr gut behalten. Aber keiner wird in der Lage sein, annähernd alles das aus meinem Text herauszulesen, was ich mir beim Schreiben dabei gedacht habe. Keiner. Gegenüber dieser bildungsbürgerlichen Methode schlägt Derrida eine Alternative vor. Nach meiner Lesart sind drei Prinzipien der Interpretation bei Derrida zu finden. Den drei Problemen der herkömmlichen Interpretation stehen mithin drei neue Prinzipien gegenüber. Das erste Prinzip, den einzelnen Text betrachten. Es ist möglich, einen Text eines Autors herauszugreifen und zu interpretieren. Derrida selbst hat dieses Prinzip mitunter auf die Spitze getrieben. Etwa interpretiert er Kafkas Kurzgeschichte Vor dem Gesetz ohne Bezugnahme auf andere Kafka-Texte, ja nicht einmal, dass die Kurzgeschichte eigentlich Teil des Romans Der Prozess ist, kommt zur Sprache. Ich will nicht sagen, dass ich von diesem Prinzip restlos überzeugt bin, aber tendenziell kommen wir praktisch gesehen ohne es nicht aus. Es ermutigt jedenfalls dazu, sich auch dann sinnvoll zu äußern, wenn man nicht alles von einem in Frage stehenden Autor gelesen hat. Zweites Prinzip, sich der Differenz widmen. Differenz geschrieben mit Ä, was Sie nicht hören können. Mit dieser Schreibweise ist angesprochen, dass es bereits eine Differenz gibt zwischen gesprochenem und geschriebenem Wort. Nach Derrida kommt es nicht darauf an, aus einem Text das harmonische Ganze zu machen, sondern gerade die Brüche und Lücken zu beleuchten. Dort verbirgt sich das Interessante. Dort lauert die Botschaft, auf die es ankommt. So wird in der hergebrachten Interpretationsmethode die Biografie eines Autors gern herangezogen, um die Rätsel in seinem Text zu lösen. In meinen von Derrida inspirierten Verfahren ist gerade der Kontrast zwischen Text und Biografie das, was den Sinngehalt bereichert. Drittes Prinzip, dem Datum größte Aufmerksamkeit widmen. Das Datum, das ein gewisser Text zu dieser Zeit gegeben wurde, verbindet den Text mit den ihn umgebenden Gegebenheiten, mit den übrigen Ereignissen. Unter der Maßgabe, sich der Differenz zu widmen, werden wir den Text mit seiner Zeit nicht in Harmonie bringen wollen, sondern uns für die Widersprüche zwischen Zeit und Text interessieren. Auf dem Hintergrund meines von Derrida inspirierten Verfahrens komme ich auf die afrikanischen Spiele Ernst Jüngers zurück. Die afrikanischen Spiele erschienen 1936. 1936, vor drei Jahren, 1933, wurde den Nationalsozialisten die Macht übergeben. Zwei Jahre zuvor, 1934, entledigten sie sich ihrer Pöbelfraktion, der SA, im Zuge einer blutigen Säuberung.
Eine Wirtschaftsblase suggerierte Wohlstand, erzeugt mit einer Kombination aus unproduktiven öffentlichen Aufträgen, Rüstungsindustrie und Reallohnsenkung. Es herrschte ein lediglich im Nachhinein als trügerisch entlarvter Friede. Die in Deutschland ausgerichteten Olympischen Spiele präsentierten der Welt ein zivilisiertes Gebaren der Nationalsozialisten. Die Ausstellung Entartete Kunst und die Pogrome der Reichskristallnacht standen erst bevor. Hiermit sei nicht behauptet, vor 1937 bzw. 1938 habe der NS-Staat noch keine Repression gegen Andersdenkende, Behinderte, Juden und weitere ausgeübt. Die Konzentrationslager befanden sich im Aufbau. Die Bücherverbrennung hatte 1933 stattgefunden. Euthanasieprogramme begannen im selben Jahr. Der Judenstern war seit 1935 verpflichtend. Was Jünger von diesem hielt, wird darin deutlich, dass er später in Paris als Mitglied der deutschen Besatzungsmacht Personen mit Stern den militärischen Ehrengruß entrichtete. Desungeachtet erlebte Jüngers Kriegsepos in Stahlgewitter Nachdrucke noch und nöcher. Ernst Jünger hätte sich glücklich schätzen und mit der Revolution, die er so präzise vorhersagte, im Gleichschritt marschieren können. Hätte er. Anstattdessen tritt er die innere Flucht an. Der politische Jünger gehörte in den 1920er Jahren dem zwar elitären, aber dezidiert antibürgerlichen Flügel des Faschismus an. Hätte er die Afrikanischen Spiele vor 1933 veröffentlicht, könnte man sie noch so interpretieren, dass er an die nationale Bewegung die Hoffnung knüpfte, kollektiv den Ausbruch aus der Bürgerlichkeit zu vollziehen, welcher Herbert Berger als individueller Eskapismus nicht gelingen sollte. Doch 1936 hatte der Narrentrug der Nazis als Bürger im Wolfspelz sich gezeigt. Das, was bezüglich ihrer Bewegung und dem mit ihr verbundenen Versprechen einer Revolution übrig blieb, war genau die Wiedereingliederung des Knaben in den Plan des wohlmeinenden Vaters. Die Afrikanischen Spiele sind eine Parabel auf die Kampfzeit der Nationalsozialisten. Sie spielen Revolution wie im Sandkasten, um dann in den Trott des Ewiggleichen zurückzufallen. Allerdings, auch die Zeit der Afrikanischen Spiele, also die Kampfzeit, entbehrt des Heroischen. Die Spiele finden in der von der bürgerlichen Welt genau abgesteckten Arena statt. Zu keinem Zeitpunkt verlassen die Akteure diese Arena. Sie sind hierzu gar nicht in der Lage. Die Einübung in den Kampf läutert sie nicht. Sie haben kein wertvolles inneres Erlebnis. Ihr Charakter wird nicht gestählt. Während ihrer Zeit im Heer hintergehen sie sich gegenseitig, schlagen sich, lassen sich im Stich. Die Kameradschaft bleibt oberflächlich. Werden sie entlassen und erhalten einen spärlichen Sold, wissen sie nichts mit der Freiheit anzufangen, als sich noch schlimmer wie zuvor zu besaufen und zu raufen. Bis ihnen dann kaum etwas anderes einfällt, als sich wiederum bei der fremden Legion zu verdingen, sofern sie ihre Exzesse überleben. Herbert entkommt dem Kreislauf allein, weil er einen gut situierten Vater hat. Damit hat Herbert Glück, zugleich aber besteht sein Glück darin, weiterhin unglücklich sein zu können. Mit Afrikanische Spiele dementiert Jünger das eigene Fronterlebnis und dessen Überhöhung, die man in Stahlgewittern hineinlas, ohne dass sie dort enthalten ist. Dadurch, dass er den Ausbruch aus der bürgerlichen Welt, dem kriegerischen, mit dem vaterländischen Kontext entzog und zu einem rein militärischen Abenteuer eines Jugendlichen machte, reindividualisiert er ihn und kappte dergestalt die Möglichkeit der heroischen oder nationalistischen Sinngebung. Denn Herbert Berger sucht das Abenteuer, dient nicht dem Vaterland, hat nicht einmal ein Erlebnis, das sich lohnt, im Gedächtnis behalten zu werden.
Und welches Abenteuer hält das Leben für Ernst Jünger bereit? Sicher das des literarischen Schreibens, weder das des Kriegers noch das des Politikers. Indem er die afrikanischen Spiele schreibt, ist er der Nicht-Herbert Berger. Genauer, ein Herbert wäre er, hätte er das literarische Schreiben nicht. Vom Schreiben, von seiner Sprachgewandtheit, von seinen Manieren, ja von seinem Ehrgefühl her, ist Ernst Jünger Bildungs, nennen wir es beim Namen, Spießbürger. Die Alternative zum Bürger, dessen Würgegriff er als junger Mann, dessen Würgegriff der Knabe Herbert zu entkommen sucht, ist weder der nationalsozialistische oder kommunistische Prolet, noch der Landsknecht. Vielmehr eine andere Art des Bürgers, die dem Sinn nicht widerstreitet und bei welcher der gepflegte Rausch seinen Platz findet. Nun nehme ich den Faden auf, den ich mit der Figur des Vaters in den afrikanischen Spielen von 1936 zu spinnen begonnen habe. Es geht um den dystopischen Roman Gläserne Bienen aus dem Jahr 1957. Allerdings werde ich nicht auf die ganze Geschichte referieren, sondern nur auf ein Kleinod innerhalb dieses von den Seiten her bescheidenen, vom Inhalt jedoch gigantischen Werks. Das ist die Szene um den Bandenchef Atja Hanebutt. Die Szene um den Bandenchef Atja Hanebutt gehört meines Erachtens zu den besten, die Ernst Jünger jemals geschrieben hat. Der Rittmeister Richard, Protagonist und Ich-Erzähler der Gläsernen Bienen, erinnert sich daran, sich als Jugendlicher dem Bandenführer Atja Hanebutt angeschlossen zu haben. Atja repräsentiert das Gegenteil der herrschenden Ordnung, für die der junge Richard sozialisiert werden soll. Wildheit, barbarischer Kampf Mann gegen Mann, barbarische Ordnung, barbarische Autorität, barbarische Loyalität prägen das Bandenleben der Waldläufer. Die Befreiung aus dem Charakterpanzer, der sich bei Richard zu bilden beginnt, wird beim Lesen physisch spürbar. Ein Waldläufer nimmt überhaupt keine Befehle an, ist das Credo Atjes. Auf diese Weise wurden wir in die Wildnis eingeführt, kommentiert der Autor. Dann jedoch geschieht das Unfassbare. Den Waldläufern geht ein Junge aus der Konkurrenz, den Kosaken, ins Netz, ein schmächtiger, schwächlicher, fehlsichtiger Junge, an welchem die Waldläufer nun in der Überzahl rächen, dass die Kosaken ehedem einen der ihren fertig gemacht hatten. Als ein Schlag des Bandenführers den Jungen übel zurichtet, flüstert ein Mittäter, er blutet ja schon. Doch Atjo holt zum nächsten Schlag aus. Richard fällt ihm in den Arm, weil er vermutet, der Bandenführer habe den Hinweis überhört. Richard will Atjo davor bewahren, unfair zu sein. Im selben Augenblick wendet die ganze Bande sich gegen Richard. Er wird mörderisch vermöbelt. Verletzt schleicht Richard sich nach Hause und gerät hierbei in die Hände der gegnerischen Kosaken. Der Junge, welchen er gerettet hat, zeigt auf ihn und identifiziert ihn als einen von den Gimpeln, die zu einem Dutzend über ihn hergefallen seien. Derart bezieht Richard zusätzlich Dresche. An dieser Stelle in der Szene stoßen wir auf eine zweite Figur des Vaters, nämlich den Schlag des leiblichen Vaters. Denn zu Hause taucht Richard blutverschmiert und mit zerrissenem neuen Anzug auf. Dabei ist doch Mutters Geburtstag. Dass der Vater mit Vorwürfen und geharnischten Ohrfeigen nicht mit Empathie reagiert, gibt Richard den Rest. Nie wieder sollte es zwischen seinem Vater und ihm so werden wie zuvor, denn er erfährt, dass ein solcher Schlag sich nicht vergisst. Sich nicht vergisst. Merkwürdige Formulierung.
Er schreibt nicht, ich vergaß ihn nicht oder man vergisst ihn nicht, sondern er vergisst sich nicht. Das reflexive Nichtvergessen stellt hier eine Form der Selbstobjektivierung dar. Man ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Richard hatte die Lektion also gelernt. Die Bande simuliert das konservative Motiv, früher war alles besser, in der Zeit, in der die herrschende Ordnung bereits sich zum mechanisierten Kampf hin entwickelt. Aber die Bande zeigt, dass es früher eben nicht besser war. Die Mechanisierung des Kampfes ist keineswegs die Ursache dafür, dass der Kampf unfair wird. Im Kampf selber liegt das Problem der Amoralität. Barbarische Autorität und barbarische Loyalität verpflichten zum Unfairsein. Richard steht allein da mit seinem moralischen Anspruch, früher wie heute, innerhalb und außerhalb der herrschenden Ordnung. Der Anarch ist, war und bleibt auf sich gestellt. Diese Lektion saß also. In aller Zukunft wird Richard sich der Autorität fügen, welcher Autorität auch immer. Atje, der Outcast, betrieb in Wirklichkeit das Geschäft der herrschenden Ordnung. Er prügelte Richard ebenso wie die übrigen Bandenmitglieder in sie hinein. Genau diese Lektion veranlasst Richard, sich der militärischen Ausbildung und allen sie begleitenden Demütigungen zu unterziehen. Im Zuge der Identifikation mit der überwältigenden Autorität verklärt Richard seine Ausbilder und die Zeit, in der er bei ihnen gelernt hat. Immerhin dient sie ihm als Orientierung, diese Ausbildung, als Orientierung in einer unwirtlichen Welt, eine Orientierung, die ihm die nachfolgende Entwicklung wiederum entzieht. Der Konservativismus des Rittmeisters ist demnach nicht dessen originäres Naturell und stellt auch keineswegs den Maßstab der Kritik des Autors dar. Vielmehr zeichnet er den Konservativismus als eine Reaktionsbildung auf eine ursprüngliche Traumatisierung. Die Traumatisierung durch den Ersatzvater Atje, auf den sich ihr anschließenden Verrat durch den leiblichen Vater. Es gibt noch eine dritte väterliche Figur in den gläsernen Bienen, den Ausbilder Monteron. Moral als zweite Natur. Moral ist in den Werken Ernst Jüngers der Maßstab, auch wenn eine Formulierung der Grundsätze ausbleibt. Es wäre vermessen, eine solche von Werken der Literatur zu erwarten. Der moralische Anspruch bleibt und steht über der Karriere. Die Moral steht über dem eigenen Leben. Ernst Jüngers Ambivalenz ist es, die erregt. Die Moral verliert ihren Sinn und bleibt dennoch gültiger Maßstab. Das wird man Jünger nie verzeihen. Was ist Moral? Was ist die Quelle der Moral? Trotz der doch recht schillernden Figur des Vaters in Afrikanische Spiele von 1936 und Gläserne Bienen von 1957 scheint es so, als spiele die Figur des Vaters eine prägende Rolle in der Moralentwicklung. Der Ausbilder Monteron ist eine ausgesprochene Vaterfigur. Während der kurzen Zeit, in der Richard selber Ausbilder beim Militär ist, bemerkt er, dass den Rekruten oft der Vater gefehlt habe. Die Figur des Vaters ist, wie die Lektüre der afrikanischen Spiele und der gläsernen Bienen zeigt, nicht ungebrochen. Richard kassiert, nachdem er versucht hatte, den Bandenführer in einem unfairen Kampf zu stoppen, Ohrfeigen vom Vater für die zerrissenen Kleider. Damit scheidet auch der Vater als Quelle der Moral aus. Moral kann nicht einfach der Tradition entspringen. Zwar hat seit der Erfindung des Schießpulvers die Technik aus dem Kampf Mann gegen Mann ein formalisiertes, kontaktloses und auch moralärmeres Verfahren mit tragischeren Folgen gemacht, aber jenem ursprünglichen Kampf, aus dem die Tradition der Kampfmoral entspringt,
eignet nicht per se das Prädikat Fairness. Ein ehemaliger militärischer Kamerad des Rittmeisters Richard, der ihm hilft, im Zivilleben Fuß zu fassen, handelte, so vermutet der Rittmeister, gegen seine Natur. Die Moral, einem Kameraden wie einem armen Verwandten unter die Arme zu greifen, ist ihm zur zweiten Natur geworden, wegen der disziplinierenden Auswirkung bei dem erwähnten strengen, aber wohlmeinenden väterlichen Offizier Monteron, der es niemals duldete, dass man einen Kameraden im Stich lässt. Woher aber bezog der Ausbilder Monteron seine Moral, wenn weder die Tradition noch die Natur als Quelle zur Verfügung stehen? Woher nimmt der Rittmeister Richard seine Moral, die ihn Bandenführer Atje zum eigenen Nachteil in die Arme fällen lässt? Diese Frage kann, sie soll nicht beantwortet werden. Sie ist offen. Was bei einem philosophischen Essay ein unbefriedigendes Ausweichen vor einer Antwort, die man schuldig bleibt, wäre, ist das Lebenselixier der Literatur. Sie darf nicht eindeutig sein. Sie darf keine Antworten geben. Sie muss sie schuldig bleiben. Sie muss sie offen lassen. Sie stellt Fragen am Rande des Sagbaren. Die Antworten lägen jenseits des Denkbaren. Mein Vortrag beschließe ich mit drei Überlegungen, wie das konservative Bewusstsein sich mit Hilfe der Lektüre von Ernst Jüngers Werken erweitern ließe. Die erste Überlegung betrifft den paradoxen Begriff konservative Revolution, unter dem man versucht hat, Ernst Jünger zu subsumieren. Die zweite Überlegung betrifft die Figur des Anarchen, die Ernst Jünger in seinem Roman Eumes Will 1977 schafft. Die dritte Überlegung ist die Quintessenz, die ich aus meiner Jünger-Lektüre ziehe. Sie definiert die drei Zutaten der Droge Ernst Jünger. Konservative Revolution. Es gibt den paradoxen Begriff der konservativen Revolution, den man auf Ernst Jünger gemünzt hat. Genauer gesagt stammt er von Armin Mohler, 1949 bis 1953 Ernst Jüngers Privatsekretär. Man trennte sich im Zorn. Mohler war nicht einverstanden damit, dass Jünger Texte aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg für Neuveröffentlichungen überarbeitete und damit das, was Mohler für die Botschaft Jüngers hielt, die Idee der konservativen Revolution, verwässerte. Für Jünger dagegen war ein Text nie fertig. Alles, was vorliegt, ist nur eine mögliche Fassung. Der Begriff der konservativen Revolution als Überschrift über das Gesamtwerk und das Leben von Ernst Jünger, egal ob positiv oder negativ konnotiert, ist ein Beispiel für die Interpretationsmethode, die ich eben bezweifelt habe. Es wird versucht, alles Widersprüchliche im Leben und Werk des Autors zu einem harmonischen Ganzen zu fügen. Aber wie konservativ ist Ernst Jünger in den afrikanischen Spielen? Und wie revolutionär? Der junge Berger, in welchem wir gern Ernst Jünger selber sehen wollen, ist sicherlich rebellisch in dem Sinne, dass er dem Vater zunächst ungehorsam ist, ja ihn hintergeht und sein Geld unterschlägt. Er ist rebellisch in dem Sinne, dass er dem Lebensweg zu entkommen sucht, welcher ihm nicht nur durch seinen Vater, sondern durch seine ganze Existenz vorgezeichnet wird. Zwar kehrt er dem Vater gehorsam zurück und fügt sich seinem Schicksal, aber doch nicht freudig, sondern widerwillig und mit dem Gefühl, versagt zu haben, eine Niederlage erlitten zu haben. Für den jungen Berger ist der Vater kein Vorbild, sondern ein Gegenbild. Doch verspürt er auch keinen revolutionären Impuls, in dem Sinne, dass er die Verhältnisse, unter denen er aufgewachsen ist, und die Verhältnisse,
die ihn wie viele seiner Altersgenossen in unliebsame bürgerliche Karrieren gepresst haben, zu ändern versucht. Er wollte diesen Verhältnissen entkommen, nach Afrika entkommen, nicht ändern, schon gar nicht für alle ändern. Wenn wir Ernst Jünger mit Herbert Berger identifizieren, war er 1936 weder konservativ noch revolutionär. Weder wollte er die bürgerliche Existenz bewahren, noch wollte er sie einem revolutionären Prozess unterziehen. Wenn ich an dieser Stelle einen Sprung von 4 Jahrzehnten mache zum Begriff des Anarchen, bin ich mir im Klaren, dass ich gegen das Prinzip von Derrida verstoße. Aber Derrida ist keine väterliche Autorität für mich. Ihm gegenüber verhalte ich mich wie Herbert Berger oder Rittmeister Richard ihren Vätern gegenüber. Die Figur des Anarchen. Es hat 4 Jahrzehnte gebraucht, bis Ernst Jünger zum Selbstbewusstsein seiner selbst zu seiner Idee gefunden hat, um hier ein wenig von Hegels Weltgeist fehlen zu lassen. 41 Jahre, um genauer zu sein, 1977 erschien Ernst Jüngers Roman Eumes Will. Bei dem Roman handelt es sich um die Aufzeichnungen von Martin Manuel Venator, der über seine Beziehung zu dem Tyrannen resoniert, dessen Mundschenk er als Historiker ist. Ein Historiker als Mundschenk des Tyrannen ist auch so eine denkwürdige Konstruktion. Handlung gibt es nicht viel in diesem Roman, aber eine Botschaft ohne Botschaft. Gemeinsam mit dem Tyrannen entwickelt Venator das bestimmte Gefühl, alle Politik, ja alles soziale Handeln sei eitel. Beide ziehen sich in die Wälder zurück und ich als Leser habe den Eindruck, die Wälder von Eumes Will seien eine Gestalt des buddhistischen Nirvana. Diese Haltung nennt Venator eine des Anarchen. Ein Anarch ist jemand, der sich dem Weltgeist und den politisch-sozialen Autoritäten nicht unterwirft, aber auch nicht gegen sie opponiert. Opposition ist Mitarbeit, notiert Venator. Wer aktiv gegen die Verhältnisse ankämpft, der bestätigt sie, der bezeugt durch sein Tun, dass es wichtig sei, die politisch-sozialen Strukturen aufrechtzuerhalten, wenn auch verändert. Stattdessen verweigert sich der Anarch, anders als der Anarchist. Ich möchte hier auf ein weiteres Datum aufmerksam machen, 1964. 1964, also etwas mehr als 10 Jahre vor Eumes Will, hatte der neulinke deutsch-amerikanische Philosoph Herbert Marcuse die Idee der großen Verweigerung entwickelt. Das heißt, man macht nicht mit, statt ins Karussell der Politik einzusteigen. Für mich liegt die Parallele zu Ernst Jüngers Anarchen auf der Hand. Der Anarch ist wie Herbert Berger, der die afrikanischen Spiele spielt, weder konservativ noch revolutionär. Denn der Anarch will die Verhältnisse nicht wie der Revolutionär revolutionieren, sondern er will sich ihnen entziehen. Er will die Verhältnisse aber auch nicht stabilisieren wie der Konservative. Im Gegenteil, der Anarch wirft dem Revolutionär und Anarchisten gerade vor, er stabilisiere durch seine revolutionäre Opposition die Verhältnisse. Was aber, wenn es nicht nur einen Anarchen gibt, der zudem noch dem Tyrannen dient und sich mit ihm zurückzieht, sondern derer viele? Würde sich dann nicht doch etwas ändern, in welche Richtung auch immer? Herbert Marcuse, der die Utopie der Anarchisten nicht teilte, verband mit der großen Verweigerung jedenfalls die Hoffnung auf einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel. Wenn Ernst Jünger auch anders als Marcuse nicht darauf setzte, dass sich Massen ihm anschließen, so bleibt diese Frage doch offen, ob nicht viele Anarchen eine Revolution auslösen würden und sei es ungewollt. Sie würden schließlich doch zu Anarchisten werden. Nun haben wir allerdings wieder zu viel der Revolution. Denn was machen wir nun mit dem Begriffsbestandteil
konservativ in der konservativen Revolution? Oder anders gefragt, was will der Anarch bewahren? Als Anarchist kann ich Ihnen genau sagen, was Anarchisten bewahren wollen. Sie wollen die Gesellschaft als Gewebe freiwilliger menschlicher Verbindungen bewahren. Das ist ihr konservativer Anspruch. Und vom Staat befreien, das ist ihr revolutionärer Anspruch. Mit der Formel die Gesellschaft vom Staat befreien zitiere ich den Anarchisten Erich Mühsam, mit dem Ernst Jünger persönlich bekannt gewesen war. Den Briefwechsel mit Erich Mühsam hat Jünger Anfang der 30er, also nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten vernichtet. Darüber hat er selber geschrieben, aus Angst, dass wenn eine Hausdurchsuchung stattfindet, dass sie gefunden werden könnten. Also man weiß nicht, wie sie korrespondiert haben, was sie sich zu sagen hatten oder nicht zu sagen hatten. Die drei Zutaten der Droge Ernst Jünger. Im Titel meines Vortrages habe ich Ihnen eine bewusstseinserweiternde Droge namens Ernst Jünger versprochen. Was ist meine Quintessenz aus den verschiedenen Jünger-Lektüren? Salopp, Bewahrung von Mist ist Mist. Wenn die Verhältnisse elend sind, sind sie es nicht wert, bewahrt zu werden. Und zu den Verhältnissen, die den mistigen Verhältnissen vorausgegangen sind, zurückzukehren, wäre es auch nicht wert, selbst wenn das möglich wäre, denn sie waren die Ursache für die gegenwärtigen mistigen Verhältnisse. Paul Goodman, der erwähnte konservative Anarchist, dessen Werk ich vielleicht am allerbesten kenne, sagte 1970 ironisch, die Konservativen strebten danach, die politisch-soziale Uhr ein paar Jahrzehnte zurückzudrehen, aber was wir bräuchten, wäre ein Steinzeitkonservativismus. Ernst Jünger erinnert jedoch daran, die mistigen gegenwärtigen Verhältnisse revolutionär verändern zu wollen, würde nichts erreichen, als sie zu stabilisieren. Die Revolution ist konservativ. Freilich folgen wir Ernst Jüngers Logik nicht im positiven, sondern im negativen Sinne. Der Begriff konservative Revolution ist, wenn Sie mir bisher gefolgt sind, kein Begriff, der Ernst Jünger positiv charakterisiert. Vielmehr hat er die konservative Revolution abgelehnt, soweit es die Gestalt des Anarchen betrifft. Dennoch gibt es für den Anarchen etwas zu bewahren. Der Anarch ist im tiefsten Herzen konservativ, wie auch der wahre Anarchist. Kultur und anständiger Umgang miteinander, ganz im Gegensatz zu revolutionären Faschisten wie Marinetti, sind die Grundlage für die Sozialität, und der Verlust von Kultur und Anstand im Umgang ist es gerade, die die Verhältnisse charakterisiert, die den Anarchen dazu bringen, ihn entfliehen zu wollen. Die Droge namens Ernst Jünger enthält nach meinem Dafürhalten drei Zutaten, nämlich erstens Widersprüchlichkeit, zweitens Bewusstseinserweiterung und drittens Konservativismus. Erstens Widersprüchlichkeit. Wenn man sich erst einmal von der Zwangsvorstellung befreit hat, bei einem Autor ging es vornehmlich darum, die Einheitlichkeit seiner Absicht oder gar seiner Botschaft zu ermitteln, kann man in vollen Zügen die ganze wundervolle Paradoxie in Jüngers Werk genießen. Zweitens, Bewusstseinserweiterung. Das Streben nach einer Harmonie in Worten und Taten ist es gerade, das die Verhältnisse zum Schlechten wendet. Und drittens, Konservativismus. Die Grundlage des anständigen gesellschaftlichen Umgangs miteinander, wenigstens denkend zu erhalten, ist die Aufgabe in Zeiten, in denen der Anstand von politischen Kräften demontiert wird. Ich habe in diesem Vortrag nur die faschistische Demontage von Kultur und Anstand benannt, einfach darum, weil Ernst Jünger oft genug in diesen Kontext gestellt wird, was objektiv lächerlich ist. Freilich sollte klar sein, dass es auch andere Kräfte gibt,
die diese Demontage betreiben. Heute sagen Konservative gern pauschal und geschichtsvergessen, dies seien die Linken. Aber in Wirklichkeit sind es, wie damals auch, die bürgerlichen Kräfte. Es ist die vielgeschworene Mitte der Gesellschaft, die heute die gesellschaftliche Selbstorganisation durch Staatsgewalt ersetzt. Vielen Dank fürs Zuhören.